Hallo und herzlich willkommen bei Barstuning. Wir werden heute beim A38L den Bremssattel auf der Hinterachse wechseln. Wichtig davor zu sagen ist natürlich, dass die Bremse vom Fahrzeug danach entlüftet werden muss. Wir fangen an und lösen hier unten das Handbremsseil. Das ist einfach mit so einem Kugelkopf hier drin. Wichtig dafür ist natürlich, dass die Handbremse nicht angezogen ist. Wir fahren hier mit dem Schraubendreher ein bisschen rein, hebeln das Ganze hier raus und können dann das Handbremsseil hier rausnehmen. Ihr könnt das Ganze auch mit einer Zange machen, wenn es euch leichter fällt. Nächstes machen wir einmal die Bremsleitung locker. Dafür brauchen wir eine 13er Nuss und lösen sie einfach nur und schrauben sie dann auch gleich wieder zu. Das hat einfach nur nachher den Hintergrund, dass wir die Bremsleitung, wenn der Bremssattel ausgebaut ist, leicht lösen können, da der Bremssattel jetzt noch fixiert ist. Für jeweils die zwei Schiebestücke am Bremssattel brauchen wir eine 13er Nuss und einen 15er Gabelschlüssel zum Gegenhalten. Und Schraube rausnehmen. Wichtig ist natürlich, dass die Handbremse nicht angezogen ist, ansonsten bekommt ihr den Sattel nicht runter. Beim hinteren Bremssattel ist es meistens so, dass die gerne mal fest sind, beziehungsweise sehr, sehr fest sitzen. Das Problem ist, wir können zwar hier ein Stück reinfahren und den minimal drücken, der hintere Bremssattel wird aber immer zurückgedreht und nicht zurückgedrückt. Dadurch bringt das nur relativ wenig. Da wir den Bremssattel wechseln müssen, nehmen wir uns jetzt einen Hammer. Und können nun den Bremssattel hier runternehmen. Wie gesagt, der Sattel wird ursprünglich zurückgedreht. Dementsprechend haben wir hier zwei Auskerbungen drin. Ich werde euch auch gleich zeigen, wie das funktioniert. Hier außen auf dem Bremsbelag. Man merkt schon auch, dass die Bremsbeläge ziemlich fest sind. Also das Fahrzeug steht auch schon ein bisschen länger. Auch gleich mit rausmachen. Als nächstes haben wir hier unten am Handbremsseil eine Klammer drin. Diese können wir einfach raushebeln. Achtung, dass sie nicht verschwindet. Mit ein, zwei Denkanstößen. Das Handbremsseil hier rausnehmen. Bevor wir uns jetzt um den neuen Sattel kümmern, machen wir hier erstmal alles fertig. Das heißt, wir reinigen diese Klammern, beziehungsweise wenn ihr die Bremsbeläge wechselt, sind neue Klammern mit dabei. Das heißt, ihr setzt die Klammern ein, alles drum und dran. Ich werde mir das jetzt sparen, weil das ein Schlachter ist, dementsprechend die Klammern sauber machen. Falls keine neuen dabei sind, die Belege an den Anlageflächen mit so einem Spray, beziehungsweise auch mit einem Pinsel einschmieren und dementsprechend auch wieder einsetzen. Da das ja noch unser alter Bremssattel ist, brauchen wir diesen nicht mehr zurückdrehen. Da das jetzt aber ein Schlachter ist, habe ich natürlich keinen neuen Bremssattel da. Ich werde jetzt gleich hier oben die Schraube lösen von der Bremsleitung und diesen Sattel aber wieder verbauen. Dementsprechend drehe ich den dann schnell zurück. Falls ihr dazu ein Video sucht, wie man so einen Bremssattel bzw. so einen Bremskolben zurückdrückt, werde ich euch das mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Aber wie gesagt, der neue sollte eigentlich komplett zurückgedrückt sein und einbaufertig sein. Wenn ihr zum Zurückdrehen eine genaue Anleitung braucht, werde ich euch das einfach mal in der Videobeschreibung verlinken. Dann ist es soweit, dass wir die Bremsleitung endlich lösen. Deswegen haben wir sie auch vorhin gelockert, dass wir jetzt das Ganze ganz leicht aufdrehen können. Bei mir wird das jetzt ein bisschen länger tropfen, weil ich euch ein bisschen was dazu erklären muss. Aber tropft schon. Natürlich einen Behälter drunter stellen, ein Tuch unterlegen. Da ich ja jetzt keinen neuen Bremssattel da habe, werde ich diesen wieder verbauen. Wichtig ist natürlich, hier in der Bremsleitung ist hier unten eine Dichtung drin. Diese muss natürlich getauscht werden. Das heißt, ihr nehmt euch einen kleinen Schraubendreher und fummelt diese Dichtung hier runter. Die ist auch in der Regel beim neuen Bremssattel dabei. Dann nehmt ihr euch euren neuen Bremssattel und wir schrauben das Ganze wieder hier rein. Wichtig ist, Gewinde erstmal nur mit der Hand festschrauben, um einfach sicher zu gehen, dass wir hier das Gewinde nicht kaputt machen, dass das Gewinde auch schön gerade drin ist. Dann natürlich auch darauf achten, dass die Bremsleitung hier oben gerade drin sitzt. Jetzt können wir das Ganze anziehen. Wichtig natürlich darauf achten, dass die Bremsleitung gerade da drin sitzt. Links und rechts sind zwei Stege. Und dort sehen wir gleich, okay, sitzt alles gerade, so wie es sein soll. Das sieht jetzt hier gut aus. Links und rechts passt alles, der Abstand. Schraube ist auch fest. Das Ganze prüfen wir natürlich auf Dichtigkeit und können dann unseren Bremssattel hier erstmal wieder montieren. Das heißt, wir stecken den hier drauf, achten, dass die Schiebestücke nicht im Weg sind, stecken den hier drauf,
und drehen die 13er Schrauben vom Bremssattel wieder rein. Drehen die Schrauben rein. Die ziehen wir jetzt an. Ziehen die Schiebestücke wieder fest. Falls wieder festziehen. Wir kontrollieren nochmal den Festsitz der Bremsleitung. Und können dann zu guter Letzt unser Handbremsseil wieder einziehen. Hier durch die Lücke durch. Das machen wir gleich mit der Zange. Dementsprechend den Clip hier auch wieder rein. Dass das Ganze wieder so aussieht. Und ziehen uns dann den Kugelkopf. Und ziehen uns dann den Kugelkopf vom Handbremsseil wieder rein. Der rutscht dann wieder hier unten rein und passt der dementsprechend auch wieder. Dann haben wir soweit wieder alles montiert. Bremsleitung ist wieder fest, Handbremsseil ist wieder fest. Hier unten natürlich auch wieder der Clip drin, der ist wichtig. So könnt ihr das Ganze in Stand setzen. Dann, wie gesagt, ist es natürlich ganz wichtig, das Fahrzeug bzw. die Bremse zu entlüften. Das werde ich euch nicht in diesem Video mitzeigen. Einfach aus dem Grund, weil es bei YouTube schon so viele Tutorials gibt und das Video dann so lang werden würde. Beim Entlüften bitte nochmal kontrollieren, ob die Bremsleitung dicht ist, ob da alles passt und nichts tropft. Aber so an sich, wechselt ihr euren Bremssattel, so funktioniert das Ganze. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend und Nacht. Weitere Videos gibt es natürlich zum A3, auch zu anderen Fahrzeugen bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, ciao.